Freunde sucht man sich aus. Hallo. Nachbarn, nicht zwangsläufig. Urlaub gehabt, kommt zurück. War halt ein bisschen sonnig im Urlaub. Mit dem Nachbarn ein paar Worte gewechselt. Und im Rahmen dieser Worte habe ich halt erwähnt, ich sage, ja, ich bin noch ein bisschen braun geworden. Und sagte, oh, das ist gut. Farbe bekommen hast du auch. Was man sich alles bieten lassen muss. Der Bürgermeister umging die Antwort mit ein paar allgemeinen Redensarten, worauf er anfing, sich bei der Schwägerin nach den sozialen und politischen Verhältnissen in Deutschland zu erkundigen und sie zu fragen, ob sie sich noch immer zufrieden in ihrem neuen Vaterland fühle. Hierauf antwortete die Majorin, dass die großen Staaten jedenfalls den kleinen gegenüber den Vorzug hätten, dass man einander dort nicht absolut nach den gangbaren Mustern zuschneiden wolle, sondern seinen Mitmenschen das Recht zugestände, sich ihrer eigenen Natur gemäß zu entfalten. Und dieses Vorrecht haben sie wirklich als einen Vorzug empfunden? Ja, unbedingt. Ich muss sagen, das erstaunt mich ein wenig. Weshalb? Fragte die Majorin und errötete leicht. Ach, aber vielleicht habe ich Sie missverstanden. Welche Verhältnisse haben Sie dabei namentlich im Auge gehabt? Alle Verhältnisse. Aber sicher ist namentlich die Ehe so ein Prokrustesbett. Prokrustesbett. In dem viele von den besten Frauen der kleinen Staaten verbluten. Das brünette Gesicht des Bürgermeisters war förmlich länger geworden. Es hatte sich etwas Starres über seine Züge gelegt. Er fing an zu verstehen, was dahinter steckte. »Es ist mir ja nicht unbekannt«, sagte er, ihr noch einmal von dem Braten anbietend, »wie man in dem modernen Europa die Ehe und Pflichten auffasst. Ich muss jedoch gestehen, dass eine solche Befreiung von allen Banden, wie man sie dort anstrebt, nicht meine Sympathie hat. Und ich glaube, offen gestanden, liebe Schwägerin, dass sie auch nicht die ihre haben könne. Ich ziehe sie dessen ungeachtet jener ehelichen Treue vor, die sich wie ein Strick um den Hals ihres Opfers legt. Außerdem, fuhr der Bürgermeister fort, als wenn er die letzte Äußerung nicht gehört hätte, verstehe ich nicht, warum sie nur die Frauen als Opfer des ehelichen Zwanges nennen. Hätten sie die Männer mitgenommen, würde ich sie besser verstanden haben. Die Ehe ist weit davon entfernt, eine ideale Einrichtung zu sein. Das will ich Ihnen gern einräumen. In meiner doppelten Eigenschaft als Polizeibeamter und Richter habe ich nur zu oft Gelegenheit, das bestätigt zu sehen. Die Natur hat ja leider die Frau und den Mann so verschieden geschaffen, dass viel Kultur, oder wenn Sie mir das Wort gestatten wollen, viel Selbstverleugnung auf beiden Seiten dazugehört, um ein Zusammenleben völlig befriedigend zu gestalten. Ach, wenn es weiter nichts wäre, gerade in der Verschiedenheit besteht ja die Anziehungskraft. Es ist unser instinktives Bedürfnis, uns zu ergänzen, das in unserer Leidenschaft zum Ausdruck gelangt. Und je größer der Reibungswiderstand ist, umso mehr Wärme. In diesem Augenblick kam Mansell Mogensen mit dem Nachtisch aus dem Amtsanrichtezimmer und der Bürgermeister suchte die Unterhaltung in eine andere Bahn zu lenken. Aber die Majorin hielt krampfhaft an dem Thema fest und zwang ihn, sich zu äußern. So sagte er denn, dass er für die Leidenschaft, die sie erwähnt habe, große Ehrfurcht hege, ohne im Übrigen auf irgendeine Weise ihre Begeisterung für den natürlichen Menschen zu teilen, wolle er einräumen, dass namentlich die erotische Passion eine große und heilige Macht sei, der gegenüber man nur zu resignieren habe. Aber nach seinen Erfahrungen sei es weit seltener dies erhabene Gefühl, das die ehelichen Miseren hervorrufe, als die vielen kleinen Treulosigkeiten des Leichtsinns, die fortwährenden kleinen Betrügereien der Eitelkeit und der Gefallsucht. Und man müsste wohl sagen, dass namentlich die Frauen in dieser Beziehung die meisten Angriffspunkte böten. Die Majorin lachte unbeherrscht. Besitzen die Männer nicht etwa auch ihre Eitelkeiten? Machen sie nicht selbst die Besten unter ihnen oft lächerlich und verächtlich in ihrer Jagd nach Auszeichnungen und Einfluss? Und fragten sie ihre Frauen oder Bräute um Erlaubnis, es sei doch im Allgemeinen nur der sehr geringe Bruchteil eines Mannes, der für die Frau, die ihn liebte, übrig blieb.
wenn er nicht desto weniger verlangte, sie ganz und ungeteilt zu besitzen und sie bis in ihre zufälligsten Gedanken, bis in ihre flüchtigsten Träumereien zu beherrschen, so sei dies eine Anmaßung, eine empörende Barbarei, genauso roh und unmenschlich wie die Frauenzwinger und die Keuschheitsgürtel des Mittelalters. Die einzige Entschuldigung für solche Männer sei, dass sie in ihrer Lauheit keine Ahnung hätten von dem Born an Liebe, den eine Frau besitzen könne, der weit größer sei, als dass ihn der Mann selbst und eine große Schar von Kindern aufzunehmen imstande seien. Sie würde ganz einfach ersticken oder platzen, wenn sie nicht jedenfalls auf dem Wege der Fantasie von ihrem Überfluss verschenkte. Der Bürgermeister antwortete mit einem leeren Lächeln, das seine ganze große, wohlbehaarte Reihe von Zähnen entblößte. Die Auffassung von ihrem Geschlecht, die sie hier entwickeln, scheint mir auf gefährliche Weise ins Absurde hinauszuführen. Nach dieser Anschauung müsste ja die Dirne die ideale Frau sein, was sie im Übrigen wirklich auf dem besten Wege zu werden ist, wenigstens in der Literatur. Die Majorin warf ihre Serviette auf den Tisch. »Ach, diese Pfarrermoral hierzulande, wie gut ich sie kenne!« Der Bürgermeister sah schnell zu ihr hinüber und schwieg. »Gesegnete Mahlzeit«, sagte er kurz. Und darauf erhob er sich mit einer sehr kärglichen, zugemessenen Verbeugung. Die Majorin blieb sitzen. Sie bereute ihre Herausforderung nicht. Nicht nur war sie fest davon überzeugt, dass die Schwester sich nichts Ernstes vorzuwerfen habe, sie fühlte sich auch ganz sicher, dass Annemariens Entkräftigung nicht, wie der Doktor gemeint hatte, ihren Grund ausschließlich in den Nieren hatte, die ja immer schwach gewesen waren, sondern dass sie das unglückliche Opfer der Rachsucht eines wahnsinnig eifersüchtigen Mannes war. Mamsell Mogensen hatte sich gleich entfernt, nachdem sie den Nachtisch angeboten hatte. Sie fühlte sich gekränkt, weil der Bürgermeister und die Majorin aufgrund ihrer Anwesenheit angefangen hatten, Deutsch zu sprechen. Draußen, in der Küche, machte sie sich dem Mädchen gegenüber Luft. Sie saßen da und zankten sich geradezu. Sie, die Deutsche, warf auf die ganz ordinäre Weise in den Stuhl zurück und der Bürgermeister sah in seinem Gesicht aus, als wenn er ein Herzleiden hätte, ganz aschgrau. Ich konnte sehen, wie seine Hände förmlich zitterten, als er von der Omelette nahm. Ich habe ihn nicht so aufgeregt gesehen seit damals, als Ingrid sich die Äpfel von dem Kämmerer, seinem großen Jungen, gebettelt hat. Der Bürgermeister hatte sich in sein eigenes Zimmer begeben, das für sich ganz am Ende der Diele lag. Dort brannte eine Lampe auf dem Schreibtisch zwischen den Fenstern, aber der größte Teil des Zimmers lag im Halbdunkeln. Es war ein großer, länglicher, solide ausgestatteter Raum, der die Verbindung zwischen der Familienwohnung und der Bürolokalitäten bildete. Er ging auf dem weichen Teppich, der den Laut seiner Schritte dämpfte, im Zimmer auf und nieder. Sein Schatten glitt hin und her über die Bücherborde und den hohen weißen Kachelofen an der inneren Längswand. Annemarie hatte also die Schwester zu ihrem Vertrauten gemacht und sich über ihn beklagt. Natürlich, das hätte er voraussehen können. So wenig Verstand, wie sie sich selbst noch immer. So wenig Verstand sie sich selbst noch immer. Und was hatte sie denn erzählt? Und wie viel hatte sie verschwiegen? Eine alte Uhr in der Ecke schlug 7. Er blieb vor dem Schreibtisch stehen, wo Verhörsakten, notarielle Eingaben, Nachlassberechnungen und unbeantwortete amtliche Schreiben sich in letzter Zeit derartig aufgehäuft hatten, dass er sich darüber schämte. Es gab fast nichts, das ihn mehr demütigte und peinigte als dieses, dass er der einstmals pünktlich bis zur Kleinigkeit gewesen war, nachlässig, ja unzuverlässig geworden war. Er konnte sich fast nicht mehr zu seiner Arbeit sammeln. Sobald er allein war, gingen die Gedanken ihre eigenen Wege. Er hatte sogar die Beschämung erlitten, dass 2 von seinen Urteilen aus dem letzten Jahr von den übergeordneten Gerichten verworfen worden waren. Über die Stadt hin schallte der schläfrige Stundenschlag der Kirchenuhr. Er blieb im Gedanken stehen, die Hand auf der Stuhllehne, den Blick auf den Lampenkugel gerichtet. Er erinnerte sich eines Abends von 2 und einem halben, als Annemarie hier an seinem Tisch gesessen und ihm geholfen hatte, das Urteil in dem großen Brandstiftungsprozess zu schreiben. Er selbst war im Zimmer auf und niedergegangen und hatte diktiert. Es war ungefähr 2 Jahre, nachdem sie hier in die Stadt gekommen waren. Er erinnerte sich, dass Annemarie noch Trauer nach des kleinen Kai Tode getragen hatte.
Die große Hoffnung, mit der er hierher gekommen war, schien damals noch in Erfüllung gehen zu sollen.